Hallo zusammen, hier ist Jana aus Janas Bastelecke. Heute seht ihr mich mal komplett und nicht nur meine Hände, weil ich eine neue Serie beginne, die heißt 12 Tage Weihnachten. Und das wollte ich euch heute einfach erklären. Und zwar vom 1. bis zum 12. Dezember werde ich jeden Tag ein Video hochladen mit natürlich irgendwas Gebastelten zum Thema Weihnachten. Das sind irgendwelche Weihnachtskarten, kleine Geschenkverpackungen, Verzierungen, Weihnachtsdeko, kleine Fotoalben, sowas in die Richtung. Genau. Und das ist, wie gesagt, 12 Tage am Stück. Ich habe es mir deswegen vom 1. bis 12. gelegt, weil ich mir gedacht habe, dann habt ihr noch genügend Zeit, das nachzubasteln bis Weihnachten. Und was ich mir noch überlegt habe, ist, ihr könnt auf meinem Blog www.janasbastelecke.de jeden Tag einen Kommentar zu dem jeweiligen Video hinterlassen. Sagt einfach, wie es euch gefallen hat, ob ihr es nachmachen wollt, ob euch noch irgendwas auf meinem Blog fehlt. Genau, einfach einen Kommentar hinterlassen. Und pro Tag wird jeweils ein Kommentar pro Person gezählt. Ich mache dann einen Zettel, wo der Name raufkommt, schmeiße das alles in einen Pott und nach dem 12. Dezember werde ich dann daraus 3 Leute rausziehen, die was gewinnen können. Das sind Produkte von Stampin' Up und sind ganz tolle Sachen mit dabei. Was genau das ist, zeige ich euch gleich noch näher. Genau, also einfach ab dem 1.12. jeden Tag auf meinen Blog gehen, einen Kommentar hinterlassen pro Post und das steigert eure Chancen, denn ihr könnt also es werden von einer Person bis zu 12 Posts gewertet, kommen alle eben in diesen Topf rein und dann ist die Chance natürlich größer, dass ich vielleicht euren Namen ziehe. Genau, danach werde ich euch aber ich werde es auf jeden Fall aufnehmen, wenn ich dann die Auslosung mache, also wenn ich die Namen rausziehe und euch dann nochmal persönlich Bescheid sagen, mich anschreiben. Genau, und das wollte ich euch einfach mal sagen. Ich weiß, der Hintergrund ist etwas chaosmäßig. Ich bin eigentlich gerade direkt mittendrin, die Videos zu machen für die 12 Tage Weihnachten. Und deswegen liegt hier so viel Kram rum. Naja. Genau, dann viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es ist was dabei, was ihr für Weihnachten verwenden könnt. Und viel Glück bei der Verlosung. Tschüss!